ein fantastisches Hallo, verehrte Freunde. Danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit ganz gut. Der nette Schleim von nebenan begrüßt euch heute mal zu einer etwas anderen Art von Video. Es ist so, dass ich eigentlich kein Reaction-YouTuber bin. Das sollte man, glaube ich, wissen. Aber wenn dann schon mal die ein oder anderen interessanten Videos, vor allem zu Minecraft, auftauchen, gibt es schon mal das ein oder andere Reaktionsvideo von mir. Und heute ist dem auf jeden Fall genauso. Es geht heute nämlich um das Video Die Wahrheit über Minecraft vom Lieben bei Seb und ich muss einfach auf dieses Video reagieren. Nicht nur wegen dem Titel, es soll auch viel um die Bedrock Edition gehen und eigentlich sollte ich auch Teil des Videos sein. Ich habe es selber aber zeitlich absolut versäumt, deswegen nochmal ein großes Sorry. Konnte ich da leider nicht mit dran teilnehmen, sollte da so einen kleinen Part drin haben, vor allem für die Bedrock Edition. Aber dementsprechend habe ich ihm gesagt, ich reagiere auf dieses Video und guck einfach mal da so, was er da so erzählt vor allem, weil es könnte ein interessantes Thema werden. Es soll natürlich um Minecraft gehen, um die Zukunft von Minecraft, von Bedrock, von Java, was da so schief läuft, vor allem ja in der Szene allgemein, die ganzen Server etc. Dürfte sehr spannend werden. Schaut mal bei ihm rein, lasst auch gerne ein Like da. Wir sind einfach gerade der 1100. Like, also wenn das kein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Aber wir gucken mal rein. Ich habe lange nichts mehr von mir gehört, aber in diesem Video geht es um die Wahrheit über Minecraft. Wie kann es sein, dass jeder Minecraft-Server immer weniger Spieler bekommt, aber Minecraft trotzdem jedes Jahr neue Erfolge bei den Umsätzen macht? Die Frage, die wir uns wirklich alle selber stellen, wo bleiben die ganzen Spieler? Ich glaube, ich wirklich unglaublich viele Sachen an der Minecraft-Szene nerven, an Minecraft generell, habe ich in einer großen Recherche einfach mal alle Themen zusammengefasst. Es war eine unglaublich lange Recherche, aber in diesem Video geht es um die Wahrheit von Minecraft. Damn. Oh Gott. Oh Gott. Das kann spannend werden. Ich weiß, ihr seid auf diesem Kanal nicht diese Videos gewöhnt, aber es ist einfach mal wichtig, diese Themen anzusprechen, weil die einfach schon seit Monaten bei mir auf dem Herzen liegen. Ich habe versucht, das ganze Video so gut wie möglich mit Quellen zu belegen. Guckt einfach dafür in die Beschreibung, da steht alles nochmal drin. Einfach, dass ich hier meine ganzen Aussagen belegen kann und nicht ganz viel Quatsch rede. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Ich muss direkt vorab sagen, ich habe ihn das auch schon mal privat geschrieben, aber ich finde seinen Schnittstil, der cuttet seine Videos selber, extrem krass, also wirklich unterhaltsam geschnitten. Immer so Effekte, Kamerabewegung etc. Da kann ich mir eigentlich 100 Scheiben von abschneiden, aber ich werde es nie so hinkriegen, die Videos so zu schneiden. Ich finde es einfach krass. Erstmal Props dafür. Zu meiner Situation. Ich selber würde mich selber definitiv zur Minecraft-PvP-Szene dazuzählen. In den letzten Monaten habe ich mich ein bisschen davon wegbewegt, aber ich würde mich trotzdem immer noch dazuzählen, weil ich einfach noch auf super vielen Servern wie Dorme, PvP, Gym spiele. Warum ich mich von der ganzen PvP-Szene eigentlich mittlerweile distanziere, wird in diesem Video kommen. Die Fakten sind wirklich traurig. Genug zur ganzen Thematik, wir fangen an mit dem ersten Punkt. Oh, die Musik, episch! Oh, Sky geil. Warum verlieren wirklich alle Minecraft-Server momentan Spieler? Warum sind Server wie Mineplex, die früher 20.000 Spieler hatten, mittlerweile auf 200? Da gibt es eine Ausnahme mit Hypixel, aber das ist wirklich die absolute Ausnahme. Ich selber konnte mir das einfach überhaupt nicht erklären, wie Minecraft jedes Jahr aufs Neue neue Rekorde feiern kann und Minecraft jedes Jahr auf jeden Server einfach weniger wird. Und bei der Recherche ist mir viel aufgefallen. Ist wirklich so. Ich habe sogar eben nochmal gelesen, kurz, dass ich stoppe, tut mir leid, aber ich glaube 2020 haben die nochmal einen Umsatzrekord gemacht von 1,1 Milliarden US-Dollar, glaube ich, nur mit Minecraft. Hauptsächlich natürlich mit der Bedrock Edition, weil auf der Java Edition gibt es halt kein Marketplace etc. Aber das ist schon auf jeden Fall eine Hausnummer. Um das Ganze erstmal zu erklären, müsst ihr wissen, Minecraft ist in drei Kategorien unterteilt. Einmal die Minecraft Java Edition, wo wir alle auf Gomme spielen und alle anderen Server, also die Version, die wir alle anderen schon kennengelernt haben. Die Minecraft Konsolen Edition für alle Leute, die auf der Playstation spielen. Und die Bedrock Edition. Die Bedrock Edition ist die Version, wo wirklich alle Leute zusammen Minecraft spielen können. Das heißt die Konsole, das Handy, der PC und jetzt schätzt einfach mal, warum nur die Playstation-Konsole? Konsole ist ja auch Bedrock. Also Bedrock ist ja auch auf der Playstation. Oh, das ist so verwirrend. Playstation 3, Xbox 360 und Wii U, die haben noch die alte Konsolenversion. Aber die restlichen Plattformen haben doch alle, soweit ich weiß, mittlerweile Bedrock, oder? I don't know. Ich glaube ja, doch, Playstation 4 auf jeden Fall. Da habe ich das ja auch noch drauf gespielt. Nevermind. Welche der drei Spiele am wenigsten Umsatz generieren. Und das vor allem seit unglaublich vielen Jahren. Die Minecraft Java Edition ist seit Jahren die unbeliebteste Version von allen. Aber das Ganze ist nicht seit 2-3 Jahren. Das Ganze ist seit 2013. Seit 2013 sind wir also auf einer Minecraft Java Edition, die einfach immer weiter abflacht. Aber die Java Edition kriegt auch viele Updates und auch unglaublich viele Aufrufe auf diese ganzen Videos. Du hast definitiv recht, der ganze Hype auf diese Java Edition ist immer noch da. Aber die ganzen Minecraft-Server werden überhaupt nicht supportet. Viele von euch werden sich jetzt fragen, wie soll Minecraft denn Minecraft-Server unterstützen? Die haben doch überhaupt nichts damit zu tun. Doch das Ganze stimmt überhaupt nicht, denn das Ganze wird schon umgesetzt. Minecraft setzt sich schon längst für andere Minecraft-Server ein, nur nicht für die Java Edition. Und das ist wirklich der Moment, wo ich gemerkt habe, dass das alles in eine andere Richtung geht. Denn wenn wir jetzt mal einfach rüber switchen zur Bedrock Edition, fällt uns ganz schnell wieder was auf. Ich weiß genau, was kommt. Es gibt den Multiplayer und wenn wir mal auf den Multiplayer draufdrücken und das Spiel gerade frisch installiert haben, finden wir unglaublich viele neue Server, die da einfach sind. Wenn wir die Java Edition als erstes mal runterladen, sehen wir überhaupt keinen Server. Ich habe so viel davon gerade geredet, aber ich glaube, ich zeige euch das einfach mal. Wenn ich hier auf den Homescreen bin, muss ich einfach nur auf Spielen drücken, zack. Und wenn ich dann direkt auf Server drücke, sind hier direkt alle Server
war wirklich ja, cool. Ich habe die auch nicht vorher eingestellt. Die sind wirklich automatisch da. Und das gibt es halt bei der Java überhaupt nicht. Das heißt also wirklich, neue Spieler, die sich überhaupt nicht auskennen mit irgendwelchen Servern, werden wahrscheinlich niemals auf der Java Edition einen Server finden. Auf der Bedrock Edition ist es wieder ganz anders. Weil aber ist es an sich grundsätzlich, also ist ja ein Vorteil eigentlich für Bedrock, oder? Vor allem kannst du ja auf der Bedrock Edition, auf der Windows 10 Edition, kannst du ja nochmal Server hinzufügen per Taste. Das kannst du auf der Konsole leider nicht. Aber weiß ich nicht. Also ich finde es irgendwie, ja, also klar, dass Minecraft Java immer unbeliebter wird. Man muss auch ganz klar sagen, Java spielst du auf dem PC. Das war's. Mehrere Plattformen gibt's da nicht. Und Bedrock breitet sich halt komplett aus über die Konsolen, über den PC, über die ja, Tablets und Handys und sowas halt. Ist einfach größer und irgendwie logisch, dass da dann mehr Spieler sind und die in Anführungsstrichen beliebter ist. Ich weiß aber nicht, ob unbeliebt dann das richtige Wort dafür ist, Java, also wirklich Java unbeliebt zu nennen. Ich habe vor kurzem auch ein Voting gemacht in meinem Community-Tab. Einfach mal so gefragt, just for fun, was ihr mehr mögt. Minecraft Bedrock oder Java. Und 60% von fast 20.000 Votes mittlerweile haben für Java abgestimmt. Also beliebter, unbeliebter, da lässt sich immer drüber streiten. Aber mehr Spieler sind natürlich ganz klar, auch seit 2013, seitdem Bedrock kam, das Bild von ihm, auf jeden Fall auf der Bedrock Edition, ist ja ganz klar. Bei der Java Edition sieht das wieder anders aus. Dort muss wirklich jeder einzelne Server irgendwie hinbekommen, Spieler auf seinen Server zu bekommen. Und das auf die verschiedensten Arten. Dazu kommt einfach, dass es einfach mittlerweile in 2022 kaum noch Content Creator gibt, irgendwelchen Content produzieren. Wir hatten Ungespielt, wir hatten Tuddle, wir hatten Dena, wir hatten unglaublich viele neue Leute. Und mittlerweile gibt es einfach wirklich nur noch kaum Leute, die den ganzen Server supporten. Dazu kommt auch noch, dass einfach unglaublich viele Leute einfach nicht mehr die 1.8 spielen wollen oder die 1.16, sie wollen die neuen Versionen spielen, wo es auch einfach regelmäßig Updates zu gibt. Es gibt noch unglaublich viele andere Gründe, warum die Java Edition einfach in den Stich gelassen wird. Ein trauriger, aber auch wirklich wahrer Grund ist einfach, dass es einfach nicht viel Geld dort zu holen. Und das ist in diesem Video der zweite Punkt. Oje, jetzt kommt's. Für diesen Punkt müssen wir einfach mal in die Zeit zurückreisen. 2014, YouTuber laden neue Videos hoch und haben zum Beispiel ein Texture Pack drin. Spieler wie ich fanden diese Texture Packs unglaublich cool oder Mod Packs wie Hero und wollten auch mit diesen ganzen Mods spielen. Durch ein paar YouTube-Tutorials und durch einen einfachen Download-Link, der kostenlos war, war es möglich für uns, diese ganzen Texture Packs auszuprobieren oder sogar Mod Packs zu spielen, ohne einen einzigen Cent auszugeben. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Mittlerweile versucht sich Minecraft gezielt einfach dazwischen zu stellen und mittlerweile einfach eine Paywall aufzubauen. Hast du kein Geld, kriegst du kein Texture Pack. Du möchtest ein Skin oder ein Modpack oder eine Map, dann bezahl dafür. Was ich aber dafür gemerkt habe, in der Java Edition sieht Minecraft einfach keinen Sinn mehr, sich dazwischen zu stellen, weil es einfach unglaublich viele Möglichkeiten gibt, das irgendwie zu umgehen. Bei der Handy-Version oder bei der Konsolen-Version ist es das Ganze nicht einfach zu umgehen. Und darum haben sie den Minecraft Marketplace entwickelt. Das heißt, du willst was haben? Der Minecraft Marketplace macht es dir möglich. Bezahl einfach 10 Euro und du hast ein neues Texture Pack. Ist doch cool, die Leute, die ein Texture Pack für lange Zeit erstellt haben, kriegen ja ein bisschen Geld dafür. Und das ist es auch. Doch wenn ich jetzt einfach mal was auf dem Marketplace verkaufen würde, würden einfach über 30% an Microsoft gehen. Ich habe ja wirklich auch schon zwei Videos zum ganzen Marketplace gemacht und ich kann euch sagen, es sind mehr als 30%. Ich darf euch die genaue Zahl nicht sagen, weil es in der Richtlinie steht, okay, aber es ist wirklich viel mehr als 30%. Doch das. Ganz kurz, ich hatte auch sogar tatsächlich ein Video geplant zum Minecraft Marketplace, aber da überhaupt erstmal angenommen zu werden, dass du da selber auch Content irgendwie createn kannst oder darfst und da raufstellen kannst, gar nicht mal so easy gewesen. Ich wollte es ja für mich alleine machen mit einem Designer-Team, whatever. Hat gar nicht mal so gut funktioniert, würde ich jetzt mal behaupten. Also die Bewerbung wird immer noch überprüft seit 2 Monaten oder so. Nice an der Stelle. Aber da bin ich voll bei ihm. Also ganz klar, also es gibt schon Mittel und Wege, das noch zu umgehen irgendwo, aber auf der PlayStation vor allem kenne ich absolut keinen Weg, wie man da selber Skins irgendwie hochladen, downloaden kann, was auch immer. Aber ja, Windows 10 Edition ist nochmal eine ganz andere Hausnummer oder da kannst du ja auch alles so nochmal Add-ons runterladen im Internet selber. Aber das ist natürlich schon ein Riesenpunkt, warum da der Umsatz so wirklich durch die Decke geht, weil die Leute kaufen es ja auch. Die Leute kaufen. Das ist grundsätzlich nicht schlimm, weil die Arbeit von den Leuten belohnt wird, die sowas ehrlicherweise erstellen. Andererweise gibt es so viel geklauten Content auf diesem Marketplace, sogar Content, der von den Developern selber geklaut wird. Da war ja diese Aether-Mod auf dem Marketplace, die einfach vom Developer King Bidos geklaut wurde und die haben es einfach online gestellt und Microsoft so, yo, das ist zwar von einem unserer Developer, aber diese Mod wird so beliebt sein, das wird so oft verkauft. Komm, Bruder, mach auf dem Marketplace. Gar kein Problem. Das ist wirklich nicht mal das Schlimmste. Vor ein paar Minuten habe ich euch erklärt, dass die Bedrock Edition viele Server einfach auf der Startseite vorstellt. Oh nein. Somit werden kleine Server einfach supported. Doch welche Server Microsoft da einfach vorschlägt, ist wirklich unglaublich komisch nicht. Und auf jeden Fall auch verwerflich. Ich bin da nicht bereit für. Ich spiele die Bedrock Edition wirklich selber nicht oft, aber für dieses Video habe ich mir sie nochmal runtergeladen. Und als ich die Serverliste geöffnet habe, war der dritte Server einfach schon Pixel Paradise. Nein! Und wenn ihr den Server nicht kennt, das ist die absolute Geldabzockerei. Ihr könnt es nicht glauben, aber auf diesem Server gibt es wirklich Spiele, die du nur zocken kannst, wenn du bezahlst. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe jetzt einfach mal auf den Server drauf. Server. Ihr seht es hier an der Seite, Pixel Paradise. Ich gehe einfach mal drauf, würde ich sagen. Zack,
Server beitreten. Dann sollte man auch schon auf den Server drauf joinen. Willkommen auf den schlimmsten Pay-to-Win-Server, den ich gefunden habe. Und der sogar von Minecraft vorgeschlagen wird als perfekten Server. Wenn ich hier nämlich einfach mal auf Games drauf drücke, wir drücken einfach mal auf Island. Ich join drauf. Wenn ich hier angekommen bin, möchte ich wahrscheinlich ganz einfach mal schnell ins Portal gehen und den Modus zocken. Aber nein, natürlich braucht man den Island Pass. Zum Glück kostet der ganze Scheiß nur 2 Euro. Das heißt, wenn ich mit Freunden zocken möchte, muss ich wirklich vorher Geld bezahlen. Das habe ich noch nie erlebt, dass es mittlerweile Paywalls wirklich bei Minecraft-Servern gibt. Das ist einfach Quatsch, weil du einfach vorher 30 Euro schon für das ganze Spiel investierst und danach nochmal Geld bezahlen musst. Und wenn ich vielleicht mal hier diese ganzen anderen Dinge angucke, oh, hallo, was geht? Und direkt werde ich wieder zum Kauf geleitet. Oh, was machst du denn? Auch was kaufen. Und er? Ah, chillig, du willst auch Geld. Ah, du auch, was geht? Ah, okay. Du auch, ach, du sogar. Oh, wirklich jeder scheiß NPC, der hier steht, möchte, dass ich für diesen Server Geld ausgebe. Es ist wirklich der absolute Schmutz. Und du kannst dich nur eine Sache kaufen. Es geht immer, immer weiter. Oh Gott, wer ist denn der Hässlon da? Who is this? Oh mein Gott, wie saß ich denn da von der Seite? Guckt euch mal meine Frisur an. Warum hat denn keiner was gesagt? Du Schande. Nee, aber noch immer ein, zwei Worte zum Pixel Paradise Server. Da in diesem besagten Screenshot-Video da gerade, habe ich auf das Video von Easy Gamer reacted damals, der den einfach mal unter die Lupe genommen hat, diesen wunderschönen, tollen Server. Ja, das Ding ist halt einfach, er wird wahrscheinlich Umsatzzahlen machen, die auf jeden Fall Microsofts Standards entsprechen, sonst würde der ja nicht da supported werden. Es ist sehr, sehr traurig, zumal, dass man, wenn man dann auch nochmal den Fakt betrachtet, dass dieser Pixel Paradise Server von denselben Developern ist, von Mineville, war es Mineville? Ich glaube, es war Mineville, der halt auch schon ein supporteter Server ist. Das heißt, es ist ein Doppelserver, muss man sich mal vorstellen. Und das ist halt einfach crazy. Also ich kann euch versichern, dass mein Slimeunity-Server, der kein Pay-to-Win ist und da, wo man nicht viel Geld ausgeben kann, niemals in diese Liste kommen wird für unterstützte Server auf der Bedrock Edition. Und das ist halt einfach traurig. Es wird vielleicht ein beliebter Server sein mit vielen Spielerzahlen, in Anführungsstrichen, hoffe ich natürlich, aber wenn er nicht genug Umsatz macht, vor allem nicht über Microsoft selber, dann kann ich das eigentlich schon, ja, abschminken. Kann ich das abschminken? Gutes Deutsch heute wieder. Wenn du die erste Sache gekauft hast, wird dir direkt die nächste Sache vorgeschlagen. Generell wirkt die ganze Minecraft Bedrock Edition einfach dazu, richtig viel Geld zu machen. Und das wirklich auf die dümmsten Art und Weise. Ich kann euch sagen, diese ganzen Spieler, die auf der Bedrock Edition spielen, werden wahrscheinlich nicht über 18 sein. Da so unglaublich viele Paywalls einzubauen oder unglaublich viele Möglichkeiten einzubauen, da was zu kaufen, finde ich schon ehrlich verwerflich. Vor allem an Minecraft, was ein Spiel für 6-Jährige ist. Ja, das sind wirklich alles Punkte, die das Spiel unglaublich schrecklich machen, wenn man mal drüber nachdenkt. Doch es wird noch schlimmer. Denn das Spiel besteht aus unglaublich vielen schrecklichen Bugs, die das Spiel einfach nur lächerlich machen. Vor allem, wenn man vorher die Java Edition gespielt hat. I don't fucking believe it! Und damit geht es zum dritten Punkt. Die Bugs und Fehler in der Minecraft Bedrock Edition. Oh ja, da bei diesem Thema fängt es einfach schon wirklich bei den Grundlagen an. Da ich mich aber selber nicht unglaublich gut bei den ganzen Updates auskenne, habe ich mir eine Person geholt, die sich damit unglaublich gut auskennt. Als er mir mal von diesen ganzen Bugs erzählt hat, habe ich ihm gesagt, komm, mach einen Part in meinem Video und deswegen ist dieser Part von ihm. Es ist wirklich lächerlich. Nicht wundern, wer jetzt hier das Video unterbricht. Ich bin Curious, vielleicht kennt ihr mich schon vom Biceps zweiten Kanal. Da ich schon ein paar Videos über Minecrafts Probleme gemacht habe, will ich mal kurz mit euch über die Bugs und Fehler von Minecraft sprechen. Und manche davon sind wirklich der dümmste Scheiß, den ihr jemals gesehen habt. Ohne Witz, es gibt in der Bedrock-Version einen Bug, wo ihr einfach mitten in der Luft Fallschaden bekommt und 90% aller Fälle sterbt. Seit wann gibt es diesen Bug? Seit einer Woche? Einem Monat? Seit 1,5 Jahren. Es gibt die Striplands, XP-Bugs, die nach Patchen wieder im Spiel sind und eine Menge mehr. Dazu fehlt schon seit Beginn der Bedrock Edition ein Hardcore-Modus und holy smokes, manche von Mojang promotete Server sind einfach kompletter Scam. Die Bedrock-Version ist einfach eine abgespeckte Version von der PC-Fassung, obwohl Bedrock mit Abstand die meisten Spiele hat und auch noch am meisten. Hier sieht man es eigentlich ganz geil, sorry, dass ich jetzt hier wieder unterbreche, aber sieht man das wirklich ganz cool, dass die verschiedenen Plattformen, weil das ist jetzt nur PC, diese geringsten Zahlen hier, und die meisten, also wirklich jeder Mensch auf der Welt, der über 6 ist mittlerweile, vielleicht sogar noch jünger, ich weiß es nicht, wie die Erziehung mittlerweile ist, aber jeder hat ein Handy. Dementsprechend, ja, es ist logisch, dass Bedrock beliebter ist, in Anführungsstrichen. Beliebter ist, finde ich, immer so das falsche Wort, weil den Leuten, die haben ja keine andere Wahl. Die müssen ja die Bedrock Edition spielen, wenn sie unbedingt Minecraft spielen wollen. Aber es ist natürlich verwerflich, da den Leuten oder den Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aber man muss dazu sagen, es ist nicht nur auf der Bedrock Edition so oder nicht nur bei Minecraft so,
sondern eigentlich in jeder Bubble, in jeder Gaming-Bubble, in jedem Spiel. Wir können bei Fortnite weitermachen, wir können auch bei FIFA weitermachen, überall. Natürlich hat die neueste Version von Minecraft es auch nicht besser gemacht, als Features angekündigt wurden und dann nicht im Spiel waren. Aber der größte Fail der letzten Wochen ist definitiv das kontroverse Chat-Report-System, welches trotz eines riesigen Shitstorms der Community in der 1.19.1 eingeführt wurde. Für alle, die im Juli unter einem Stein gelebt haben, das Report-System hat das große Problem, dass Chat-Nachrichten sehr einfach aus dem Kontext gerissen werden können. Wenn jemand nämlich schnell genug ist und eine andere Nachricht hinter die erste schreibt, sieht es vielleicht so aus, als würdet ihr nun Menschen hassen. Das heißt, wenn ihr Pech habt, werdet ihr von irgendeinem Troll da draußen reported und wenn ihr noch mehr Pech habt, tatsächlich auch gebannt. Fast die gesamte Minecraft-YouTube-Szene hat sich kollektiv gegen dieses Update ausgesprochen. Ja. Tatsächlich existierte dieses System schon länger auf der Pocket und Nintendo Switch Edition, wo man nicht nur von Multiplayer-Servern, sondern auch von seinen eigenen Einzelspielerwelten gebannt wird. Und naja, das System hat auch auf der Bedrock Edition nicht wirklich gut geklappt, denn ein bestimmter Grund für deinen Bann wird dir nie genannt. Was folgte, waren hunderte von Spielern, die fälschlicherweise gebannt wurden. Und manche von ihnen sind dies auch noch bis zum heutigen Tag. Wenn ihr also harsh sein wollt, hat Mojang sogar die Spieler um ihr Geld betrogen. Was für eine fantastische Idee, das auch nun auf der Java-Version zu tun. Ihr kennt es, glaube ich, selber. Diese ganze Minecraft-Version ist irgendwie darauf aufgebaut, unglaublich schnell Geld zu machen und ist irgendwie überhaupt noch nicht ganz fertig. Und das ist auch definitiv ein Grund, warum ich von der Java-Edition niemals gerne rüber switchen würde zur ganzen Bedrock-Edition. Doch das ist genau das Ziel von Microsoft. Microsoft möchte es schaffen, dass wirklich so viele Leute wie möglich von der Java-Edition zur Bedrock-Edition switchen, um dort weiterzuspielen. Doch warum denke ich das? Die Bedrock-Edition kostet logischerweise Geld. Doch natürlich nicht für Leute, die schon die Java-Edition gekauft haben. Früher war es so, dass es einmal im Jahr eine Rabattaktion war und wirklich jeder Java-Spieler, der sich Java damals gekauft hat, auch die Bedrock Edition bekommen hat. Mittlerweile haben sie umgerüstet und wirklich jeder kann die Minecraft Bedrock Edition benutzen, wer die Java Edition gekauft hat. Das heißt, Microsoft möchte gar nicht mehr die ganzen Java-Spieler haben, sie möchte die ganzen Leute einfach rüberholen. Sie sollen vielleicht nicht direkt alle switchen, aber sie sollen sich die Version auf jeden Fall mal angucken. Aber, ganz, ganz großes Aber, wer die Bedrock Edition gekauft hat, kriegt auch die Java Edition gratis. Also es ist wieder kein Zwiespalt, aber weiß ich nicht. Klar möchte Microsoft, dass ganz, ganz viele Leute höchstwahrscheinlich, das muss man alles immer als weiß ich nicht, Spekulation formulieren. Man weiß es ja tatsächlich nicht. Man kann nur davon ausgehen oder alle Hinweise deuten darauf hin. Aber man muss ganz klar sagen, nicht nur die Bedrock-Spieler bekommen, nicht nur die Java-Spieler bekommen Bedrock gratis, wenn sie wollen, zum Beispiel fürs Handy etc., was auch immer, sondern halt auch die Bedrock-Spieler bekommen die Java-Edition gratis. Also das muss man dann schon nochmal erwähnen, dass beide Versionen jeweils die andere Version gratis bekommen, oder Spieler eher gesagt. Also das ist als Bundle ja mittlerweile verfügbar. Und was jetzt natürlich auch gekommen ist, dass du sogar, wenn du eine der beiden Versionen vor einem bestimmten Datum gekauft hast, ich glaube es war im Juni, dann bekommst du demnächst sogar nochmal ein kostenloses Cape. Ich weiß, es ist nur ein Cape, aber für beide Versionen. Doch das war nur ein kleiner Punkt, der wirklich nicht richtig reingefunden hat bei mir ins Video. Es geht zum nächsten Punkt, die aktuelle Lage. Wir müssen der Realität ins Auge blicken. Wir spielen mittlerweile auf einer Version, die mittlerweile über 6 Jahre alt ist. Und klar ist das verständlich, dass mittlerweile nicht mehr so viele die Version spielen wie am Tag 1. Doch ich habe mittlerweile seit Jahren schon das Gefühl, dass einfach super viele Minecraft-Spieler nicht offen sind, auf neue Versionen zu switchen. Ebenso wird das Cheaten supported, als wäre es eine ganz normale Sache. Es wird mittlerweile auf die dreisteste Art und Weise für Altschub geworden, wo ich mir selber gedacht habe, wie ist das möglich, dass diese Videos nicht mal Dislikes bekommen. Wenn ihr euch die Werbung einfach mal anguckt, seht ihr einfach, wie selbstverständlich es ist, einfach sich einen Shop neu alt zu kaufen. Digga, was machst du schon wieder mit mir? Du bist gebannt. Und selbst wenn, dann schaue ich auf entspannt vorbei und hole mir einen neuen Account für einen guten und günstigen Preis. Okay, Digga, dann fange ich jetzt auch an zu cheaten. Wo sind wir gelandet, dass mittlerweile die Werbung, dieser Altshop und das ganze Cheaten so supported wird? Es ist wirklich eine lange Zugreise und wir sitzen in diesem 1.8-Zug seit so vielen Jahren. Klar steigen immer Leute mal aus, wechseln dann einen anderen Zug in eine neue Version. Doch wirklich so viele Spieler fahren diesen gleichen Zug seit immer. Und ich glaube, so langsam kommt wirklich dieser Punkt, dass wir die Endstation bei dieser Version sehen. Um es zusammenzufassen, wir sollten Abstand von der 1.8 nehmen und auf die neuen Versionen gucken. Doch kommen wir wirklich zurück zum wesentlichen Teil. Warum erzähle ich euch das Ganze in diesem Video? Ihr seht es auf meinem Kanal, es kommen seit längerem keine Videos mehr und ich suche seit Monaten schon eine MC-Richtung. Ganz kurz, guckt euch unbedingt ein paar seiner anderen Videos an, eigentlich fast alle. Sehr, sehr kreativ. Wie gesagt, Schnittstil ist immer magnifik. Lohnt sich auf jeden Fall, die Zeit vergeht immer wie im Flug. Man sieht es jetzt schon, das Video ist schon fast vorbei. Okay, ging sehr schnell, aber guckt da mal gerne rein. Sehr, sehr cooler Typ und sehr coole Videos. Richtung, auf die ich aufsteigen möchte. Und da ist mir auf jeden Fall auch die Bedrock Edition eingefallen. Doch auf so einer Version möchte ich und will ich einfach nicht arbeiten. Klar, könnte ich auch wie so viele andere YouTuber einfach irgendwelche Minecraft-Challenges machen, aber das ist einfach nicht das Ding, was ich machen möchte. Ein Kanal besteht daraus, gute, lustige Ideen zu haben, was Uniques zu haben und das kann ich irgendwie gerade in Minecraft überhaupt nicht umsetzen. Es klingt traurig, aber es ist so. Und so traurig es sich erstmal anhört, ich möchte, glaube ich, erstmal eine Pause von Minecraft machen. Diese ganzen Gründe, die ich in diesem Video genannt habe, haben einfach dazu geführt, dass ich mir gedacht habe, warum
tue ich mir das an. Definitiv habe ich Bock, wieder Minecraft zu bringen, aber momentan ist einfach, glaube ich, der Zeitpunkt, wo es vielleicht einfach mal gut ist, was Neues auszuprobieren. Was ich mir darunter vorstelle, ist eigentlich ganz einfach. Meine Videos bestehen sowieso mittlerweile wirklich 90% nur noch aus Real Life mit der Kamera irgendwas gefilmt. Sowas möchte ich vielleicht mal über den nächsten Monat ausprobieren. Alle Punkte in diesem Video haben mir einfach gezeigt, dass vielleicht gerade momentan Minecraft nicht die Zukunft hat, die ich darin selber sehe. Also ganz wichtige Sache zum Abschluss. Falls ihr diese ganzen Punkte noch nicht kanntet und wirklich andere Leute aufklären möchtet, schickt dieses Video an eure Freunde weiter, um einfach mal klarzustellen, was Minecraft da wirklich dreistes abzieht momentan. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Auf meinen zweiten Channel kommen Reaktionen zu der ganzen Minecraft-Thematik nochmal. Da könnt ihr euch sogar nochmal was reinziehen, falls euch das Thema unglaublich doll interessiert. Ich versuche jetzt über die nächsten Wochen mal mehr Videos hochzuladen. Es kommen unglaublich krasse Videos, die ich mittlerweile schon vorproduziert habe. Dankeschön, dass ihr mich trotzdem 2022 supportet. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt würde ich erstmal sagen, schaut euch die anderen Videos an und viel Spaß. Ciao. Okay, wo fange ich an? Erstmal wirklich krasses Video. Also, wie gesagt, Schnittstil immer on point. Das ist der Wahnsinn. Also, das ist sehr unterhaltsam immer geschnitten. Sehr gut recherchiert. Teilweise natürlich, ne, wie gesagt, mit dem Bundle, dass beide Versionen die andere Version gleichzeitig, nicht gleichzeitig, sondern kostenlos bekommen. Das hätte man vielleicht noch erwähnen können. Ist halt, wenn man es halt nur so darstellt, wäre es natürlich noch krasser als ohnehin schon, dass wenn jetzt nur Java-Spieler Bedrock gratis bekommen würden, wäre es natürlich ganz klar, dann läge es auf der Hand, dass sie alle rüberziehen wollen. Aber es war halt für beide Seiten gleich. Also das muss man schon sagen. Also Bedrock-Spieler bekommen auch Java gratis. Kann ich alles verstehen auf jeden Fall. Ich bin auch voll seiner Meinung. Er hat auch sehr gut recherchiert. Auch der andere Dude mit den Bugs, das kann man nicht abstreiten. Dass die Bedrock-Version eigentlich so ein Haufen voller Bugs ist, Mikrotransaktionen, das braucht man mittlerweile, glaube ich, keinem mehr zu erzählen. Aber ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass trotzdem die Java Edition immer noch die beliebtere Version ist, wenn man wirklich nach der besseren Version geht, sage ich jetzt einfach, oder nach der Meinung der Spieler geht. Nicht jetzt nach den Möglichkeiten, mit Möglichkeiten meine ich jetzt, was für Möglichkeiten habe ich, auf welcher Plattform kann ich spielen. Wenn ich keinen PC habe, keinen guten Rechner habe, kann ich die Java Edition halt schon mal nicht spielen, weil eine Bedrock Edition wirklich auf anderen Plattformen aktiv ist und auch eine bessere Performance hat auf dem PC. Ich kann jetzt zum Beispiel von mir sprechen, mein alter PC, da hat es bei der Java Edition teilweise echt geruckelt und auf der Bedrock Edition dagegen lief es smooth auf, keine Ahnung, 35 Render Distance und hat einfach gar nicht geleckt. Keine Ahnung. Wir müssen einfach mal abwarten, was die Zukunft so bringt, vor allem das 1.20 Update steht vor der Tür. Mal gucken, ob noch irgendeine Reaktion oder irgendein Statement zu diesem fragwürdigen Chat-Report-System kommt. Wenn nicht, dürfte das wirklich eine düstere Zukunft werden von Minecraft. Aber sehr, sehr gutes Video. Hat mir sehr gut gefallen. Ihr findet die Links unten in der Beschreibung zu seinem Kanal, zu seinem Zweitkanal. Schaut mal gerne beim Video hier vorbei. Ihr könnt auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Entweder bei mir oder besser noch, vielleicht bei ihm. Das würde mich sehr interessieren. Oder bei uns beiden. Könnt ihr natürlich auch machen. Und ansonsten, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.